Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute widmen wir uns den dicksten bzw. längsten Büchern auf meinem Sub. Ich habe diese coole Idee bei der lieben Steffi und der lieben Sandra auf dem Kanal vom Buchschnack gesehen, dachte, Mensch, sehr cool, sich einfach mal mit dem Sub zu beschäftigen. Welche Bücher liegen da? Welche sind da ja vielleicht wirklich die dicksten von der Breite? Welche haben die meisten Seiten? Denn da schließt sich ja nicht immer ein, beziehungsweise manchmal auch nicht unbedingt aus. Hat jetzt keinen Sinn gemacht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich packe das Video von Sandra und Steffi unten mal in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich habe meinen Sub so ein bisschen aufgeteilt in echte Bücher und dementsprechend die dicksten, die ich in meinem Subregal stehen habe. Beziehungsweise habe ich mir dann auch mein E-Book-Sub angeschaut und danach Seitenzahl geschaut. Deswegen auch die dicksten bzw. längsten. Man könnte jetzt auch noch bei den Hörbüchern schauen, ja, was könnte da denn das längste auf dem Sub sein? Das ja, fand ich dann aber doch ein bisschen zu aufwendig, so jedes Hörbuch auf dem Sub mir anzugucken, wie viele Stunden, Minuten Hörzeit haben die. Deswegen beschränken wir uns heute auf 4 echte Bücher und 4 E-Books und ich denke, wir starten. Ich überlege gerade, ich glaube, wir machen es so ein bisschen abwechselnd, sowohl als auch, dann habe ich immer ein echtes Buch zu zeigen und ja, dann ein E-Book einblenden. Ja, wir starten mit ja, einem Buch, was auch schon ein bisschen länger auf meinem Sub ist, und zwar ist das Insaney von Kerstin Merkel. Das ist das erste Buch von Kerstin Merkel und ja, der Name Kerstin Merkel sagt euch bestimmt auch ein bisschen was, denn Kerstin war ja auch schon 2-mal bei mir hier bei einem Hangout und das ist ja mit einer meiner Lieblingsbuchhändlerin bei Hugendubel, die wir ja auch damals als Kingsianer in Frankfurt waren, dort kennengelernt haben und da habe ich auch dieses Büchlein bekommen, das hat sie mir damals sogar auch noch vor Ort signiert. Und ja, ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Allerdings habe ich Silence von ihr schon gelesen und das war ja wirklich ein absolutes Highlight. Und Insaney ist wirklich sehr, 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 sehr dick, hat glaube ich auch was um die ja, 850 knapp Seiten und ist High Fantasy und Kerstin Merkel kann definitiv High Fantasy schreiben. Ich fand Silence wirklich großartig, durfte jetzt schon in ihr neuestes Werk so ein bisschen reinschnuppern und hatte da direkt High-Fantasy-Feeling. Hier ist das von der Thematik, glaube ich, ein bisschen dunkler, wenn ich mich recht entsinne an ihre Worte, hat sie es damals zu Beginn auch der großen C-Zeit nicht ganz so empfohlen. Aber es ist definitiv dick. Es ist mit, ja, mit den anderen jetzt wirklich auch das eines der dicksten Bücher auf dem Sub. Dennoch freue ich mich drauf, das dann so ja, im Herbst, Winter auf jeden Fall zu genießen. Es steht dieses Jahr definitiv noch auf der Leseliste und ich freue mich da auch sehr drauf. Dann das erste E-Book, da gehe ich ein bisschen von der Seitenlänge her, ist After the Fire von Will Hill. Habe ich als E-Book erhalten vom Verlag und hat knapp 480 Seiten. Jetzt kann man natürlich sagen, bei E-Books ist das ja mit der Dicke und Ähnlichem immer ein bisschen schwieriger, aber tatsächlich sind 480 Seiten ja schon nicht unbedingt ein Wälzer. Bei mir gilt ein Wälzer so um die 600 Seiten, aber als E-Book sieht man es natürlich nicht, aber es wäre natürlich auch schon ein ganz schön dickes Buch. Ja, wir haben hier eine Art Dystopie. Wir haben hier ja im Grunde wie eine Art Sekte, wo ein Brand ausbricht und soweit ich das gesehen habe, eben auch eine junge Frau, die zwischen Lügen und Wahrheit nicht so ganz unterscheiden kann, weil sie das wohl tatsächlich auch gar nicht weiß und man jetzt so hier eben versucht, ja, das Rätsel zu lösen, was hier passiert ist und wie es passiert ist und ja, ich bin sehr gespannt. Habe bisher 2, 3 sehr positive Stimmen gehört und bin auch wirklich sehr, sehr neugierig, was mich erwartet. Zudem ist das Cover Road, was ich ja auch sehr cool finde. Dann ein Buch, das nicht mehr lange auf dem Sub verweilen wird, und zwar ist es Die Dame vom See von Andrzej Sapkowski, Vorname nach wie vor nicht bekannt. Und hier haben wir definitiv auch mit den dicksten Band der Hexersaga, der auch knapp 630 hat. Und man sieht hier schon, dass eben Dicke manchmal gar nichts über die Seitenzahl sagt, weil jetzt der Hexer tatsächlich ja eigentlich gefühlt dicker aussieht, aber eigentlich weniger Seiten hat. Von daher kann man das daran gar nicht immer so recht messen. Ja, es ist der Abschluss der 5-teiligen Reihe.
Danach gibt es im Grunde noch einen Kurzgeschichtenband, der aber nicht nur Geschichten von Geralt von Riva erzählt, sondern da ist auch gemischt was drin. Ich glaube, in diesem Kurzgeschichtenband lernt man dann die Eltern von Geralt kennen. Das habe ich aber noch nicht hier. Ich habe auch nur die fünfteilige Reihe hier, die ja hier hinten dann auch diesen ja, wunderschönes Muster ergibt. Und ja, die Bücher sind wunderschön neu aufgelegt worden. Und das Buch habe ich jetzt tatsächlich seit Mitte März auf dem Sub. Und das weiß ich so genau, weil das der Leipziger Buchmesse-Freitag gewesen wäre und ich nochmal in der Thalia war und mir Band 4 und 5 gekauft habe und eben dachte, oh, wenn wir jetzt hier in den Lockdown gehen, in die Einkaufsbeschränkungen, so wie es ja dann die Woche drauf gekommen ist, und du willst es dringendst weiterlesen und ich scheue mich so ein bisschen davor, dadurch, dass ich den vierten Teil ja ein bisschen schwächer fand und ein bisschen kriegslastiger und dann wäre die Reihe halt auch schon vorbei. Ja, also es ist so, aber ich möchte das jetzt tatsächlich August, September auf jeden Fall lesen, werde mir da denke ich auch einfach 2 Wochen Zeit nehmen, das zu genießen und nochmal in die Welt von Geralt eintauchen und natürlich diese vielen, vielen Fragen hoffentlich beantwortet bekommen, die sich hier gestellt haben in der Hexersaga. Und ich liebe einfach Geralt von Riva, das ist für mich, das ist so mit, einer der nächsten Lieben meines Lebens, wenn man so möchte, auch wenn er ein bisschen wortkarger ist, aber eine großartige Reihe und ich freue mich sehr auf den abschließenden Band. Dann geht es weiter mit Maskennacht von Lily Wildfire. Das hat knapp 530 Seiten und ist auch Dark Fantasy. Auf das Buch bin ich aufmerksam geworden, irgendwie über Instagram, weil ich das Cover sehr cool fand, weil Jasmin Zipperling so ein bisschen davon gesprochen hat. Dann habe ich auch Lily Wildfire über Insta so ein bisschen mit ihr ausgetauscht. Und als es das Buch dann als E-Book gab, ist es bei mir eingezogen, habe ich mir das geholt, ist als Self-Publisher ja auch gar nicht so teuer. Und bisher war mir aber noch nicht so richtig nach Dark Fantasy, beziehungsweise steckte ich ja auch mitten in der Hexersaga. Und ich finde es immer so ein bisschen schwierig, parallel ähnliche Genrereien dann auch zu lesen. Und mit 530 Seiten ist das ja auch schon ein bisschen ein dickeres Buch. Dennoch bin ich sehr, sehr neugierig darauf und bin sehr gespannt, was mich hier bei Dark Fantasy erwartet. In die Richtung geht ja im Grunde der Hexer auch. Also es ist ein ähnliches Genre. Und zum Beispiel auch Nevernight, was ich ja gerade lese. Also ich vermute, das kann man alles da so ein bisschen anordnen. Und ich freue mich da auf jeden Fall auch, diese Geschichte zu entdecken. Das nächste echte Buch ist dann ein Jeffrey Archer und zwar Triumph und Fall. Das ist ja jetzt ganz frisch im Juli als Mängelexemplar bei mir eingezogen, zusammen mit einem zweiten Buch. Das ist aber definitiv das dickere von beiden mit auch knapp 880 Seiten. Also auch ein ganz schön dickes Buch. Für mich ist Jeffrey Archer und seine Geschichten definitiv eher was ich als Hörbuch höre. Ich glaube, ich habe noch keinen Archer wirklich gelesen, habe zwar einige hier, aber ich habe bisher alle gehört. Da die auch meistens richtig toll vertont sind und ich da einfach meinen Spaß und meine Freude dran habe. Aber nichtsdestotrotz durfte es natürlich als Mängelexemplar einziehen, weil es könnte schon sein, dass das wieder ein Highlight wird und dann habe ich es im Grunde schon da und wenn nicht, passt es halt auch einfach perfekt in mein Jeffrey Archer Regal. Und ja, manchmal bin ich auch so oberflächlich. Ja, es passiert manchmal. Ja, ich glaube, hier haben wir, der Weg nach oben führt über Schicksal und Liebe, ein gigantisches Epos und Jeffrey Archer ist schon jemand, der im Grunde so eine ganze Lebensgeschichte erzählt mit vielen Wendungen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier einen oder zwei haben. Wir haben hier nur Charlie, der in der Londoner East End Obst und Gemüse verkauft. Und er verfolgt ihn über mehrere Jahrzehnte aus den finsteren Gassen Whitechapels in die Welt der Reichen und Mächtigen. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Und wie bei allen anderen freue ich mich darauf, die Geschichte zu entdecken. Ja, eigentlich ist das ja bei fast allen Subbüchern so. Oder man sollte ja davon ausgehen, dass alle Subbücher einen irgendwie anziehen und anlocken. Und das nächste Buch auf dem E-Book-Sub ist dann Das Mädchen aus der Firefly Lane von Christine Hanna. Mit knapp 550 Seiten und ich habe von Christine Hanna noch nichts gelesen. Die Autorin ist aber bei BookTube und Bookstagram, sieht man die immer mal wieder mit ihren Werken. Und mich hat hier so ein bisschen diese unterschiedliche Frauenfreundschaft
angesprochen, von der im Klappentext die Rede ist. Und ja, da war ich total happy, als dann das Rezensions-E-Book bei mir eingezogen ist. Und ich bin da auch sehr neugierig. Ich habe, wie gesagt, von ihr noch nichts gelesen. Man hört aber über ihren Schreibstil sehr viel Gutes und Positives und dass sie einen da definitiv packen und fesseln kann. Und ja, ich freue mich, die Geschichte zu entdecken. Es wird dann mein erster Christian Hannah und wer weiß, vielleicht folgen danach ja auch noch weitere. Das letzte echte Buch, ja, da habe ich mich für einen Stephen King entschieden und da war es fast ein bisschen schwierig, weil ja, so manche von den Subbüchern doch manches sehr ähnlich dick waren. Ich habe mich jetzt aber für ein Hardcover entschieden mit knapp, ja, 900 Seiten und ja, es ist Wahn. Ja, und hier ist auch ein kleiner Stephen King. Es ist Wahn, ein wirklicher Brocken vom Buch, also es ist wirklich gefühlt ein Totschläger und es heißt hier auch so schön das Meisterwerk des Unheimlichen und ja, es geht hier ja um einen Maler und der findet sich auf einer Insel wieder und findet dort auch Trost und die Insel übt aber eine dämonische Macht aus und ja, es wirkt natürlich so ein bisschen wieder sehr King-mäßig im Sinne von, da ist ein einsamer Mann, da passiert irgendwas. Da erinnert ja sehr häufig bei King und seine Protagonisten, besonders ja oft auch die Autoren. Ich bin einfach mega neugierig. Also, wobei ich da tatsächlich auch überlege, um zu gucken, ob es das als Hörbuch gibt, weil für mich Wälzer oftmals als Hörbuch auch mit besser funktionieren, weil man da gefühlt einfach doch ein bisschen mehr dranbleibt und auch dieses schwere Hardcover nicht durch die Gegend tragen muss. Also vielleicht macht man da so ein bisschen Mix, aber definitiv eine Geschichte, die mich sehr, sehr interessiert. Ich glaube ja, das dickste Buch von King müsste The Stand sein, wenn ich mich nicht irre. Das habe ich aber tatsächlich nicht auf dem Sub, auch nicht gelesen. Im Grunde auf der King-Wunschliste. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Auch ein relativer Wälzer. Der Anschlag war auch sehr, sehr dick. Ja, aber die sind da natürlich schon gelesen, aber Wahn ist noch ungelesen und definitiv eines mit der dicksten Bücher hier im Regal. Selbst wenn ich mir meine gelesenen Bücher anschaue, gehört das auf jeden Fall auch mit zu den etwas dickeren. Seitenzahltechnisch kommt, denke ich, die Passage-Trilogie drüber. Auch Seis sind ja sehr dicke Bücher von der Optik. Von der Seitenzahl glaube ich nicht ganz so schlimm. Ja, theoretisch auch noch die Bücher von Arthur Conan Doyle, wobei die halt zum Teil schon gelesen sind. Die zählen für mich ja nicht auf dem Sub, weil ich die ein oder andere Sherlock-Geschichte ja schon gelesen habe, aber ich schweife hier so ab. Es tut mir leid. Ich gucke nur gerade so schön auf das gelesene Regal, da fällt einem das dann schon mal eher auf. So, und jetzt das letzte Buch ist dann wieder ein E-Book und zwar Aus schwarzem Wasser von Anne Freitag. Hat über 600 Seiten, knapp 610 und ist dementsprechend für mich auch ein Wälzer. Also würde bei mir in meiner Statistik in die Wälzer-Kategorie fallen. Und das ist der erste Thriller von Anne Freitag. Bisher hat sie ja eher ja, Jugendbücher geschrieben, auch sehr mit ernsteren Themen. Und bis auf das letzte haben sie mir auch alle sehr, sehr gut gefallen. Das letzte war nicht ganz so meins, das hat mich nicht ganz so überzeugt. Dennoch bin ich sehr, sehr neu, also wobei ich mit dem letzten das aus dem letzten Jahr meine und gar nicht das mit diesen Hasen aus diesem Jahr, das hat mich nämlich gar nicht angesprochen, habe ich gar nicht gelesen. Und bei Schwarzen Wassern bin ich jetzt eben so neugierig, weil sie sich hier an einen Thriller rantraut und versucht. Und ich einfach sehr neugierig bin, was sie da kann, wie sie schreibt, wie sie Spannung erzeugt. Ich finde das Cover cool, ich finde den Titel mega spannend. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich gar nicht groß mit dem Klappentext beschäftigt, außer, glaube ich, wie ich es bei den Neuerscheinungen vorgestellt habe. Und bin jetzt einfach nur neugierig, ja, was es ist. Es ist bei mir jetzt auch eingezogen, relativ frisch. Und ja, bin ich total neugierig. Das erscheint jetzt auch, glaube ich, im August oder ist gerade erschienen. Und dementsprechend freue ich mich da jetzt schon drauf, das dann auch zu entdecken. Und Thriller, finde ich, gehen ja immer. Man muss, also ich persönlich muss da schon immer ein bisschen in Stimmung sein. Aber ich bin hier auch einfach mega, mega neugierig, was mich erwartet und ja, freue mich drauf. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was so eure dicksten oder längsten Bücher sind oder ob ihr auch Hörbücher so im Blick habt, um zu wissen, was da vielleicht euer Hörbuch ist, was am längsten dauert. Ich vermute schon mal, dass das definitiv Nevernight jetzt so mit der längste Band war. Was man so an Hörbüchern hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit den Spiegelreisen ist. Die sind, glaube ich, auch relativ lang von der Sprechzeit. Aber das habe ich tatsächlich nicht im Blick. Und ja, das sind man, glaube ich, dann auch schon immer ein paar 18, 20 Stunden. Aber
Ja, so ganz genau weiß ich das nicht. Ja, ich fand die Idee von Steffi und Sandra auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und wenn ihr vielleicht auch ein bisschen in den Kommentaren euch austauschen wollt, ob ihr eins meiner Sub-Bücher schon gelesen habt, ob ihr sie auch auf dem Sub habt, nach welchen Kriterien ihr vielleicht im Grunde dann auch auswählt, welches Buch als nächstes drankommt. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der hat früher wirklich seine Bücher so ein bisschen nach Dicke sortiert und hat dann auch immer mit dem Dicksten gefühlt angefangen, weil dann am längsten was davon hat. Also ja, man sollte sich nicht abschrecken lassen von der Dicke. Und schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was da so eure dicksten Bücher im Regal sind. Würde ich mich sehr freuen. Lasst uns da gerne ein bisschen austauschen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Schaut gerne bei den zwei Mädels vorbei. Link ist in der Infobox. Und ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.